Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Hellblade: Senua's Sacrifice mit von dem her Gameplays als Hobby. Das bin ich. Und ja, wir haben im letzten Teil schon echt interessantes. Das gibt's doch nicht. Habe ich einen Knoten in der Zunge? Nö, eigentlich nicht. Im letzten Teil hatten wir schon so eine eigenartige Prüfung, wo ich gesagt habe, sowas habe ich noch nie erlebt in dem Spiel, dass ich sowas machen muss. Das war echt mal interessant und auch mal was anderes. Mal schauen, wie es weitergeht. Jetzt haben wir ja unser neues Schwert. Und, ja. Wir sehen schon direkt vor uns hier, sind schon Feinde. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal kämpfen. Und dann kämpfen wir jetzt einfach mal. Mal schauen, was passiert. Los geht's. Wieso kann ich nicht fokussieren? Ja, ich weiß, dass ich fokussieren muss. Geht doch. Okay. There's nowhere to run to. The sea of corpses. The corpse waved through itself over the ones I loved. The ship broke up under them. The ship that had sailed from the land of shining fields. Their memorial stone is sacred. Come not here in the sun. Come not with a sword. Come not crying over a naked corpse. Come not with disturbed mind. Okay. She's lost. She's lost. She doesn't know where she's trying to get to. Ist das euer Ernst? Das soll ich durch? Okay, das ist schon ein klein bisschen verstörend. Lass mich in Ruhe. Was passiert, wenn mich so eine Hand erreicht? Was ist das für ein Spiel? Ach F. Das sind wirklich verstörende Bilder. Do you hear the suffering, Senua? Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were once brothers, sisters, and loved ones. And look at what you have done to them. All because you were a coward, because you ran from your curse instead of facing it. When you turned your back on your father, Zinmo, you turned your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. Why must they pay for your heresy? Super. Okay.
Aua! Ah, scheiße, hinter mir war noch jemand. Du meine Güte, ey, was ein Spiel. Irgendwie breitet sich aber die Fäulnis nicht weiter aus. Die bleibt am Arm. Zum Glück. Wir wollen uns den Quatsch jetzt auch nochmal anhören? Nee, ne? Nee. So einer wieder. Nein! Voll erwischt, ey. Mir gefällt der Soundtrack, der ist Hammer. Oh, ich komme hier nicht weg. Okay. Oh, ich bin wohl noch nicht fertig. Geil, ey. Hammergeil. Boah. Who is it? Galina. Where are you? Do you hear, Senua? Do you hear the voice of your mother, Galina? She calls for you, Senua. Go to her. Answer her pitiful call. Darkness took her life, and it will take you. It's taking you further and further into it. Surrender to the darkness. Darkness is here. Das war ja eben gerade echt geil mit den Kämpfen. Das hat mir mega gefallen. Plus dieser Soundtrack. Ich muss echt mal nach dem Soundtrack gucken. Der ist Hammer. Also, finde ich persönlich zumindest. Ich nehme an, das soll meine Mutter sein. Deine Mutter! Mama!
Another mother was powerless against the darkness when it came forth. She too had a sight. She too doubted the gods and let the darkness infest her. But she didn't run. She escaped the only way she knew how. She gave her life to the gods. If only you had done the same, the world would have been spared this horror. It's not too late. She's calling for you. Why don't you join her? Ich bin hier tatsächlich irgendwie in so einer Art Hölle. Soll das hier Hel sein? Bei God of War war Hel eine totale Eiswelt. It's nearly over. Finish it. Focus. Scheiße. Du meine Güte, ey, nee. Ich muss sagen, die Fäulnis breitet sich wirklich nicht aus. Ich wollte mich doch schützen. Oh, ich konnte nicht mehr ausweichen. Okay. Oh. Jetzt ging die Fäulnis höher. Nicht gut. Das gibt's doch nicht. Ich drücke. Get that up. Oh, sieht nicht gut aus. Es geht immer höher. Scheiße. Ich habe mich schon gedacht, hey, die Fäulnis breitet sich nicht aus. Ganz toll. Und dann sowas. Ach, Kelle. Warum funzt das nicht? You can do this. Take it. Go again. Down.
Scheiße, falscher Knopf. So kann ich so schön schnell drücken. Oh, so einer schon wieder. Alter, wie viele denn noch? Come on. Why do you still fight on? Maybe you too should suffer with your brethren in this rot and let your blood seep into the seas of the rivers of hell. Isn't that what you deserve after all you've done? Ich will Fokus von Funster Metal. Steh auf! Let it swallow your soul and destroy all that you are. Why are you fighting for someone who is already dead? Just look around you. What hope is there for them, even if a soul could be rescued? Do you think he can thank you for what you have done to him, to his friends, to his father? Ich kann nicht fokussieren! Ah. Ja. Alter. Du meine Güte. Meine Güte, wie viel was ein Kampf, ey. Die scheiß Fäulnis, die breitet sich hier oben schon aus. Nein. Okay, wir sind bei 20 Minuten. Das war ja mal ein Teil pur mit Kämpfen. Und ich kann es einfach nochmal wiederholen. Ich muss gucken, ob ich irgendwie an diesen Soundtrack drankomme. Der ist einfach hammerergreifend. Der ist krass. Die Welt ist krass. Das Spiel ist krass. Es ist krass anders. Alles krass. ja, Hammerspiel. Ich habe noch nie so ein Spiel gehabt. Keine Ahnung. Ich kann es nicht vergleichen mit irgendwas anderem. Geiles Spiel. Holt's euch. Ja, das war Hellblade, Senua's Sacrifice, mit von Nür, Gameplays als Hobby. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft mir gerne einen Daumen da lassen. Und ein Abo, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil oder bei einem anderen Let's Play von mir.
Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir auf YouTube oder generell auf YouTube. Und auf Wiedersehen. Tschüss.